Danke für die schöne Einführung. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man in einem so wunderbaren Pfarrhof, der ja eher ein Museum oder einer Domschatzkammer gleicht, als einem Pfarrhof, wenn man hier reden darf, eigentlich abgelenkt durch all die Schönheit und die herrliche Statue der Immaculata vor mir und die herrlichen Gemälde und Reliquien. Der heilige Paulus auch noch als große Verantwortung schaut kritisch auf meinen heutigen Vortrag. Meine Damen und Herren, Fatima war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Und wenn wir dem großen Pius XII. Glauben, dann war Fatima der größte Eingriff Gottes in die Weltgeschichte seit den Tagen des Herrn und der Apostel. Und wenn Menschen sagen, ja, Fatima war aber doch vor 106 Jahren schon lange, lange her, muss man sagen, gerade im vergangenen Jahr hat der Heilige Vater nach der Botschaft von Fatima Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herz der Gottesmutter geweiht. Daran erkennt man die Aktualität von Fatima. Und Papst Benedikt auf dem Flug nach Fatima erklärte, wer glaubt, die Botschaft von Fatima würde die Vergangenheit betreffen, der irrt. Fatima ist aktueller denn je. Nun, schon in der Offenbarung wurden Marienerscheinungen angekündigt, will ich mal ganz gewagt behaupten. Denn da wird von einem Zeichen am Himmel gesprochen, eine Frau mit der Sonne bekleidet, würde am Ende aller Tage, wenn dieser apokalyptische Endkampf zwischen den Engeln des Herrn und dem Teufel bevorsteht, der Menschheit Orientierung geben. Und gerade darin den eindrucksvollsten Eingriff Gottes in die Geschichte. Wenn wir dem Geheimnis von Fatima auf den Grund gehen wollen, müssen wir einmal die Zeit und auch den Raum, wo es geschah, unter die Lupe nehmen. Das Jahr, in dem die Erscheinungen von Fatima waren, war der 400. Jahrestag von einem sehr traurigen Ereignis, nämlich der inneren Spaltung des christlichen Europas durch Martin Luther und die Verkündigung seiner Thesen, auch wenn die Behauptung von seinem Thesenschlag in Wittenberg, wie wir heute wissen, eine Legende ist. Aber mit Luther wurden eben die Hälfte der Katholiken, ursprünglichen Katholiken, von den Sakramenten ferngehalten. Und wenn wir wissen, dass Sakramente notwendig zum Heil sind, muss man sagen, das war ein tragischer Moment in der Geschichte. Ja? Stellen Sie sich vor, die Hälfte der Christenheit in Westeuropa kann weder beichten noch die heilige Eucharistie empfangen oder verehren. Es gibt, wunderbar, danke, es gibt nur ein Sakrament, die Taufe, die können ja auch Laien spenden bei den Protestanten. Wie viel Gnade ging den Menschen dadurch verloren? Die katholische Kirche sah sich auch in ihrer Autorität erschüttert und hat dann auf dem Konzil von Trient Selbstreinigung und Heiligung in Angriff genommen. Das war dann eine sehr gute, starke Gegenreaktion, die dafür sorgte, dass dann doch eben die katholische Kirche aus dem Streit mit den Lutheranern als die eigentliche Siegerin hervorging, während die Lutheraner eben das Nachsehen hatten, eine Kirche ohne Weihelinie, ohne geweihte Bischöfe, ohne geweihte Priester, ohne Wandlung, ohne Sakramente. Das andere Jubiläum, was im Jahre 1917 gefeiert wurde, war noch tragischer. Die Gründung der ersten Großloge von England, womit die Freimaurerei
ihren Siegeszug in Europa antrat. Die Freimaurerei, eine neognostische Bewegung, die an die Selbsterlösung der Menschen glaubt, eine Selbsterlösung der Menschen, die sagt, Gott ist irgendwo inaktiv, es gibt einen Deus Emeritus nur, der Deismus ist der Glaube der Freimaurer, der vielleicht irgendwann mal in der Vergangenheit die Welt geschaffen hat, aber seitdem nicht mehr eingriff und den Himmel, den muss der Mensch auf Erden schaffen. Wohin es führt, wenn der Mensch den Himmel auf Erden schaffen will, haben wir gesehen, im Dritten Reich, im Kommunismus, in all diesen vielen, vielen tragisch und kriminell gescheiterten Versuchen des Menschen, mit eigenen Mitteln ohne Gott eine Gesellschaft aufzubauen. Aber wie gesagt, seitdem führen die Freimaurerlogen ihren Krieg gegen die Kirche und ihren Kampf um die Seelen. Ich habe im Vatikanarchiv ein Dokument entdeckt, ein Brief vom Erzbischof von Köln an den damaligen Vertreter des Papstes in Deutschland, den Nunzius Eugenio Pacelli, später Pius XII., wo wiedergegeben wird, was Kaiser Wilhelm gerade dem Erzbischof von Köln, mit dem er gut befreundet war, muss man schon sagen, mitteilte, dass nämlich die Freimaurer einen Plan, ein Programm hätten. Sie wollten den Kaiser absetzen, alle Kaiser absetzen. Sie wollten den Papst internieren, die katholische Kirche vernichten und am Ende eine Weltrepublik unter Führung des amerikanischen Großkapitals auf den Trümmern der bisherigen bürgerlichen Gesellschaft aufbauen. Das wäre das Motiv hinter dem Ersten Weltkrieg. Und wenn man die Geschichte betrachtet, muss man sagen, also das Ende der souveränen Monarchien haben sie leider hinbekommen. In Deutschland, in Österreich, wo der wunderbare, selige Kaiser Karl von Österreich nicht mehr ins Land hineingelassen wurde und abgesetzt wurde. In Russland, wo der Zar von den Bolschewiki ermordet wurde. Also genau das wurde wahr. Und der Krieg gegen die katholische Kirche, wie ernst er war, kann kein anderer so gut belegen wie Maximilian Kolbe, der große franziskanische Heilige, der in Auschwitz starb, weil er einen Familienvater vor dem Hungerbunker retten wollte. Der hat seine Berufung empfangen, als er in Rom studiert hat und wo er gesehen hat, wie im Jahre 1917, im Jahr der Erscheinung von Fatima, die Freimaurer eine satanistische Prozession zum Petersplatz durchführten mit einem Banner mit der Aufschrift »Satan muss im Vatikan regieren und der Papst sein Sklave sein« und auf dem man den Erzengel Michael in den Klauen des Dämons erkannte und wo die Satanshymne von dem italienischen Schriftsteller Giosuè Carducci, einem Freimaurer, gesungen wurde. Eine Hymne auf Satan, in dem unter anderem die Worte vorkamen, wie Martin Luther seine Robe abwarf, so wirf auch du, Geist des Menschen, deine Ketten ab. Und da war der Kolbe so erschüttert, dass er gegen den Kampfbund Satans, wie er die Freimaurerei nannte, eine marianische Ritterschaft ins Leben rief. Aber 1917 war nicht nur ein Jahr der Jubiläen, sondern auch ein Jahr, in dem die große Wende in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts stattgefunden hat. Einmal in Form der Oktoberrevolution. Lenin kam an die Macht, weil die Deutschen ihm einen verplombten, versiegelten Zug zur Verfügung gestellt haben und hat die bisherige Regierung, die den Zar gestürzt hat, eine sozialdemokratische Regierung, wo alle Mitglieder bis auf einen Freimaurer waren, die dann den Zaren eben auch verhaftet haben. Und die hat er dann wiederum gestürzt und hat die kommunistische Regierung auf die Beine gestellt, die einen blutigen Krieg gegen das traditionelle Russland und vor allen Dingen auch
die russisch-orthodoxe Kirche geführt hat. Der oberste Sowjet hat sofort nach der Machtergreifung die Trennung von Staat und Kirche, die Beschlagnahmung aller Besitztümer der Kirche und die Aufhebung ihrer Rechte angeordnet, und es begann ein Morden und Zerstören und Rauben, wie es in der Geschichte des Christentums noch nie vorher stattgefunden hat. Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen wurden en masse hingerichtet unter dem vagen Vorwand der Konterrevolution. Sogar der Empfang der Sterbesakramente wurden ihm verweigert. Insgesamt wurden 28 Bischöfe und 8.100 Priester innerhalb der ersten 4 Jahre der Oktoberrevolution, nach der Oktoberrevolution, ermordet. Ein Jahr später waren es schon 18.000 Geistliche. Das größte Symbol für den scheinbaren Sieg des Bolschewismus über das Christentum hat dann nach seiner Machtergreifung Stalin angeordnet, der einen noch radikaleren Kurs der Verfolgung der Kirche im Jahre 1929 angeordnet hat, wo er der Diktator der Sowjetunion wurde. Und da hat er die Sprengung der Christus-Erlöser-Kathedrale, der Hauptkirche von Moskau, angeordnet. Dort wollte er einen neuen babylonischen Turm bauen, das Denkmal der Revolution, dem Palast der Sowjets mit einer goldenen Lenin-Statue oben auf der Kuppel. Aber das ging nicht. Die Architekten stellten dann fest, dass der Boden, auf dem die Christus-Erlöser-Kathedrale über 100 Jahre stabil stand, sumpfig war, und darum wurde ein Schwimmbad dort gebaut, ein öffentliches Schwimmbad. Komischerweise in den 90er Jahren, als die Bekehrung Russlands, über die wir noch reden werden, stattfand, da hat man dann wie an den Wiederaufbau gedacht, und auf einmal war der Boden nicht mehr sumpfig und man hat die Christus-Erlöser-Kathedrale an der gleichen Stelle in alter Pracht wieder aufgestellt. Die wurde sogar an einem Fatima-Tag am 19. August 2000 eingeweiht. Aber dieser babylonische Turm kam also nicht zustande. Aber das Jahr 1917 war auch das Jahr, in dem Jerusalem befreit wurde aus der Türkenherrschaft. Vorher war es von den Osmanen besetzt und wurde dann von den Briten befreit, aber es war eben ein Jahr, einmal in dem die Weichen zur Gründung des Staates Israel gelegt wurden, weil die Briten die Balfour-Erklärung unterschrieben haben, die eben den Juden die Staatsgründung versprach, die dann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Und dann wurde aber auch die arabische Welt neu geordnet oder, sagen wir, in eine neue Weltunordnung gebracht. Man hat zum Beispiel die alten Herrscher von Mekka und Medina, das Haus Hashem, aus Arabien vertrieben, hat ihnen als Entschädigung Jordanien und den Irak gegeben und hat die Saud, ein fanatischer Stamm von fundamentalistischen Muslimen, die Wahhabiten waren, die Anhänger von einem radikalen Prediger waren, denen hat man Saudi-Arabien gegeben. Darum Saudi-Arabien vor dem Krieg waren die Herrscher, weil die Herrscherfamilie die Haschimiten. Und die Haschimiten, da hat man noch 2 verfeindete Brüder genommen und hat denen Jordanien und den Irak gegeben. Und Syrien, was man ursprünglich den Arabern versprochen hat, als neue Hauptstadt, wurde, kam dann eher unter französische Kontrolle und so weiter und so fort. Also dieses Divide et Impera haben die Briten mit großer Freude betrieben, das Schaffen neuer Krisengebiete. Also war 1917 in mehrfacher Hinsicht das entscheidende Jahr, das Schlüsseljahr für das vergangene Jahrhundert, auch durch den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten,
durch den die Niederlage der Achsenmächte, also Deutsche Kaiserreich, Österreich, Ungarn Österreich-Ungarn, Deutsche Kaiserreich, ja, das waren ja die Hauptverbündeten, Osmanische Reich war noch der dritte und später noch Bulgarien. Dann wurden die freimaurisch geprägten USA zur Weltmacht. Durch die Oktoberrevolution begann der Siegeszug des atheistischen Bolschewismus und diese Zwei-Block-Welt mit einem Westblock der späteren NATO, einem Warschauer Pakt unter kommunistischer Herrschaft, da wurde die Keimzelle für gelegt am Ende des Ersten Weltkrieges und später dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es besiegelt, in denen dann die Einflusssphären noch stärker durch die Blöcke NATO und Warschauer Pakt eben betoniert wurden. Aber dass die USA die eine Weltmacht wurden, dass die Sowjetunion zur anderen Weltmacht aufstieg, diese Achsenstellung fand im Jahre 1917 statt. Beide Weltmächte nahmen fortan Europa in die Zange und teilten es 28 Jahre später unter sich auf. Mit der Absetzung des Zaren im Jahre 1917 begann die Umwandlung Europas und der politische Siegeszug der Freimaurerei und wie gesagt mit der Befreiung Palästinas, die Neuordnung des Nahen Ostens mit allen auch damit verbundenen Problemen. Nachdem wir die Frage beantwortet haben, warum also in dem Jahr 1917, kommt die andere Frage, und warum in Portugal? Warum erschien die Gottesmutter mit einer Botschaft, die ja auch Russland betraf, wir hören gleich davon, unbedingt in Portugal? Weil Portugal eine Art ja, Mikrokosmos war für die Pläne der Freimaurer für Europa und die Welt. Da war schon im Jahre 1908 der König ermordet worden, als sein Sohn dann und Thronfolger ebenfalls ermordet wurde, musste der 18-jährige, viel zu nachgiebige Emmanuel auf den Thron und der wurde zwei Jahre später von Mitgliedern der republikanisch-freimaurischen Carbonari gestürzt wurde, dann wurde die Republik ausgerufen, eine sozialistische Republik mit einer provisorischen Regierung bestehend aus Freimaurern. Die königliche Familie, der Braganza, floh und das Erste, was die Republikaner gemacht haben, war die völlige Entmachtung der Kirche. Die Orden, die religiösen Orden wurden unterdrückt und nachher aufgelöst. Der religiöse Eid vor Gericht wurde abgeschafft, genau wie der Eid der Professoren und Studenten der Hochschulen, das Dogma der unbefleckten Empfängnis zu verteidigen. So katholisch war Portugal vorher. Alle Feiertage wurden abgeschafft. Die Ehe wurde zu einem rein zivilen Vertrag erklärt. Prozessionen wurden verboten. Priesterkleidung durfte nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen werden. Der Religionsunterricht wurde verboten. In der Kirche wurden Unsummen Geldes abgefordert, Kirchen und Klöster in Kasernen, Ställe und Regierungsgebäude umgewandelt und man frohlockte in der Freimaurerregierung, die Tage des portugiesischen Katholizismus seien gezählt. In einigen wenigen Jahren wird es in Portugal keinen einzigen Menschen mehr geben, der Priester werden will. Die katholische Religion wird innerhalb von zwei Generationen ausgemerzt, sagten der Großmeister der Freimaurerei und der portugiesische Justizminister. So tragisch war die Lage vor Fatima in Portugal. Da musste einfach der Himmel eingreifen. Aber warum in dem kleinen Dorf Fatima, oben in den Bergen? Warum nicht in der Hauptstadt? In Lissabon. Und woher kommt überhaupt dieser komische Name Fatima, der doch muslimisch klingt und auch in der Tat einen muslimischen Ursprung hat? Nun, im Jahre 712 wurde die Iberische Halbinsel von den Mauren besetzt. Die ganze Iberische Halbinsel, nein,
Es gab überall kleine Gruppen christlicher Ritter, die die Rückeroberung in den folgenden Jahrhunderten in Angriff nahmen. Und so im 12. Jahrhundert gab es einen Widerstandskämpfer, ein Guerilla, würde man heute sagen, Gonzalo Herminguez, ein tapferer Ritter, der für den katholischen König von Portugal kämpfte und immer wieder die Mauren angriff. Und der hat einmal eine Gruppe hochstehender Mauren überfallen, die alle gefangen genommen. Die wurden dann ausgetauscht gegen christliche Gefangene. Aber in eine Prinzessin hat er sich verliebt. Die war wunderschön, das war die Fatima. Und die war auch bereit, die war auch verliebt offenbar, war auch bereit zu konvertieren, wurde dann getauft. Und der König von Portugal hat gesagt, die kannst du behalten, die wird keine Geisel, die ausgetauscht wird, sondern die kannst du heiraten. Und hat auch eine Burg geschenkt bekommen, die Burg Urem, oberhalb von Fatima, und wo übrigens die größte Reliquienkapelle von Portugal liegt, auf der Burg Urem, nämlich die königliche Lipsanothek von den Braganzas, von Don Duarte, dem Herzog von Braganza, die leitet mein Freund Carlos Evaristo, und wenn ihr nach Fatima kommt, kann ich gerne einen Besuch arrangieren in dieser großartigen Reliquienkapelle. Carlos Evaristo war der Dolmetscher von Schwester Lucia und kann euch bestimmt auch viel über Schwester Lucia erzählen, und man kann auch Originalreliquien von ihr dort verehren. Aber auf jeden Fall diese Burg Urem, und sie hat dann den Namen Ueana gewählt bei ihrer Taufe und hat eine Kirche in der Nähe der Burg gehabt, in einem kleinen Dorf, die ihre Lieblingskirche war, und als sie starb, wollte sie dort begraben werden, wurde dort auch begraben, und das Dorf wurde nach ihr Fatima genannt. Und Fatima hat also eine Botschaft an den Islam. Nicht wegen der Maurentochter, die konvertierte, sondern die ursprüngliche Fatima war die Tochter von Mohammed mit seiner sehr viel älteren Frau Khadija. Mohammed war ja etwa orientiert wie Präsident Macron, der mochte ältere Frauen. Und die Frau, die er geheiratet hat, war 25 Jahre älter. Das war die Khadija. Es war eine reiche Kaufmannswitwe, er war ein einfacher Kameltreiber. Und auf jeden Fall hat niemand mehr geglaubt, dass die in dem Alter noch schwanger werden würde. Und dann hat nach islamischer Überlieferung Allah ein Wunder getan und die wurde schwanger. Und weil alle Frauen im Dorf Mekka sich geweigert haben, ihr beizustehen bei der Geburt, wären dann Engel und himmlische Frauen und sogar die Mutter Jesu gekommen und hätten also bei der Geburt geholfen. Und wie dem auch immer sei, auf jeden Fall ist die am meisten verehrte Frau im Islam die Fatima. Und weil der Ort Fatima diesen Namen hat, wird dort zum Beispiel nie ein Terrorakt stattfinden. Und wir glauben, dass Fatima dazu führen wird, dass sich irgendwann am Ende der Tage die Muslime bekehren. Weil sie merken und sie glauben, dass ihre Fatima dort erschien. Und die Muslime fragen sich, warum wir ihre Fatima als die Gottesmutter verehren. Das war bei dem Gespräch von Ali Aksha, von dem muslimischen Papstattentäter mit Johannes Paul II. Auch ein Thema. Ist das nun eure Fatima, die dich gerettet hat, oder unsere Fatima? Also Fatima spricht die Muslime auf jeden Fall vom Namen her an. Aber es gibt noch eine historische Komponente, warum dieser Ort gewählt wurde. Nämlich in der Cova da Iria, in der Mulde, in dem Tal der heiligen Irene, wo die Erscheinungen stattfinden, fand Jahrhunderte vorher etwas ganz Besonderes statt, nämlich eine Versammlung vor der Entscheidungsschlacht über die portugiesische Geschichte. Da war schon sehr viel von der Iberischen Halbinsel zurückerobert im 14. Jahrhundert, 1385.
Und die Spanier, die spanischen Königshäuser wollten die gesamte Halbinsel unter ihre Kontrolle bringen, während die Portugiesen unabhängig bleiben wollten. Und die Spanier rückten mit einer gewaltigen Heermacht an und der portugiesische König bekam es mit der Angst und wusste nicht, ob er dagegen kämpfen oder sich einfach nur ergeben, einfach nur kapitulieren sollte. Und da war so eine Art portugiesische Jeanne d'Arc in männlich, Dom Nuno, ein mystischer Ritter, der auch Erscheinungen hatte und der auf der Seite von Portugal kämpfte, wie später Jeanne d'Arc auf der Seite der Franzosen. Und der hat dann seine Getreuen gesammelt und in der Mulde der heiligen Irene bei Fatima. Und dann irgendwo, als er dort eine große Heermacht schon hatte und sich dem spanischen König entgegenstellen wollte, da hat dann der portugiesische König gesagt, gut, also ich kann dem Don Nuno nicht die Entscheidungsschlacht überlassen, ich komme mit meinen Kämpfern auch noch hinzu. Und dann hat man gemeinsam die heilige Jungfrau um ihren Schutz und Segen angerufen und hat die Schlacht gewonnen, obwohl man vollkommen unterlegen war. Und dass eben Portugal trotz der Unterlegenheit diese Schlacht gewonnen hat, hat sogar der Papst Boniface IX. Als Wunder bezeichnet und Dom Nuno wurde mittlerweile auch selig gesprochen. Also nun haben wir die Antwort, warum auch der Ort Fatima. Nun werden wir die Ereignisse von Fatima betrachten und fangen an mit den drei Kindern, die Erscheinung gehabt haben. Zwei von denen waren Bruder und Schwester, nämlich der kleine Junge in der Mitte, der Francisco, und die kleinere von den beiden Mädels, die Jacinta. Die größere von den beiden Mädels, die Lucia, war ihre Cousine. Und die war schon 10 Jahre alt und hat schon für ihre Eltern die Schafe gehütet. Und da Schafe hüten eine unglaublich langweilige Aufgabe war, haben die beiden sie dabei begleitet und mit ihr gespielt. Und später, bei den Erscheinungen, war die Lucia die Hauptseherin. Sie hat mit der Gottesmutter reden können, hat ihre Antworten gehört, hat Fragen stellen können. Die kleine Jacinta hat nur die Antworten gehört, aber konnte keine Fragen stellen. Und der kleine Junge hat sogar nur gesehen, wie die Gottesmutter die Lippen bewegte. Die beiden Sekundärseher, wenn man das mal so nennen kann, sind beide dann innerhalb von 3 Jahren nach den Erscheinungen an der spanischen Grippe gestorben und wurden mittlerweile selig und heilig gesprochen. Die Lucia hat bis 2005 gelebt. Sie ist also uralt geworden, ist 97 geworden, fast 98 geworden und starb am Fatima-Tag am 13. Februar 2005. Aber dazu kommen wir noch. Den Erscheinungen von Fatima, den Marienerscheinungen, von denen wir eben gehört haben, gingen Engelerscheinungen hervor, Erscheinungen des Erzengels Michael, wie wir heute wissen. Erstmal 2 Jahre vorher sahen die Kinder mehrfach Wolken in Form eines Menschen und dann im Jahre 1916 erschien ihnen der Engel als Jüngling weißer als Schnee, durchscheinend wie Kristall und hat den Kindern ein Gebet beigebracht. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich, ich bitte um Verzeihung für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und nicht lieben. Im Sommer erschien der Engel erneut und hat sich der Engel Portugals genannt. Und in der Tat ist Portugal dem heiligen Michael geweiht. Und wir kommen gleich noch darauf, aber es gab eine andere Entscheidungsschlacht im 12. Jahrhundert gegen die Muslime. Und da hat der portugiesische König das Land dem Schutz des heiligen Michael anvertraut.
Und dann erschien am Himmel, an dem Tag, wo die Schlacht gegen die Muslime stattgefunden hat, erschien der Halleische Komet. Und da hat man gesagt, das ist der Flügel vom heiligen Michael. Und als Portugal, als die Portugiesen die Schlacht gegen die Muslime gewonnen haben, haben sie dann auch einen Ritterorden gegründet, den Orden vom Flügel des heiligen Michael, San Miguel de Alba, der heute noch besteht, der heute dem Thronfolger Don Duarte de Braganza untersteht. Ich bin auch Mitglied in diesem Orden, sogar Großkreuzträger. Also der Orden besteht noch. Und darum ist der heilige Michael der Engel von Portugal. Und der sagte dann, betet, betet viel, die Herzen Jesu Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor, sollten Opfer bringen zur Sühne für die Sünden, durch die er beleidigt wird, dadurch würde Frieden kommen. Bei der dritten Erscheinung, die wahrscheinlich am 29.09. war, da erschien der Engel erneut und hatte einen Kelch und eine blutende Hostie in der Hand. Die Hostie blutete in den Kelch. Und dann hat er den Kindern die heilige Kommunion gereicht in beiden Gestalten und hat gebetet, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde zu wiedergutmachen für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Ein ähnliches Gebet, wie es Jahrzehnte später die heilige Faustina empfangen hat, das wir heute im Rosenkranz der göttlichen Barmherzigkeit beten. Nun haben, als Lucia die Erinnerungen daran niederschrieb, Theologen Bedenken gehabt, haben gesagt, wie kann der Engel den Kindern die heilige Kommunion reichen? Engel können doch nicht konsekrieren. Der Herr hat nur seine Jünger berufen zu Priestern und die von ihnen Beauftragten. Jeder katholische Priester wird ja von einem Bischof geweiht, der wiederum von einem Bischof geweiht wurde, von drei Bischöfen geweiht wurde, bis man zurückkommt auf die Tage der Apostel. Die sogenannte apostolische Sukzession. Bei Engeln gibt es das nicht. Darum, meine Damen, kann auch eine Frau nicht Priester werden, weil Engel können nicht konsekrieren. Aber umgekehrt, bei einer anderen Marienerscheinung in Garabandal, und vielleicht schafft ihr es auch noch, das liegt parallel zu Santo Toribio de Liebana, nach Garabandal zu fahren, da hat die Gottesmutter den Kindern gesagt, wenn ihr einen Engel seht und einen Priester, dann grüßt an erster Stelle den Priester und danach den Engel. Weil der Priester kann mit seinen geweihten Händen Brot in den Leib des Herrn und Wein in das Blut des Herrn verwandeln, der Engel nicht. Aber wie kam der Engel an die heilige Kommunion? Ist das nicht vielleicht doch Wunschdenken der Kinder? Nein, meine Damen und Herren, der Fall wurde bald aufgeklärt. 25 Kilometer von Fatima entfernt liegt das Dorf Junchal. Und Junchals Pfarrkirche ist dem heiligen Michael geweiht, seitdem dort vor vielen hundert Jahren mal eine Erscheinung war. Und immer am 29.09. findet dort zu Ehren des heiligen Michael eine eucharistische Prozession statt, auf der die Monstranz mit der konsekrierten Hostie mitgeführt und die Menschen gesegnet werden. In diesem Dorf war es sogar möglich, obwohl Prozessionen eigentlich verboten waren, aber die Behörden haben nicht überall es so blutig unterdrücken können. Im Dorf war das sogar im Jahre 1916 noch möglich. Und nach der Prozession hat der Pfarrer Luis da Costa Carvalho die Hostie und den Kelch, weil er den brauchte am nächsten Morgen. Die Monstranz dagegen hat er ins Pfarrhaus mitgenommen
aber den Kelch, er hatte auch Angst, dass er gestohlen wird. Bei der republikanischen Regierung wurde auch in Kirchen oft eingebrochen. Den hat er einfach neben die Hostie in den Tabernakel eingeschlossen. Und am nächsten Morgen, als er die Heilige Messe feiern wollte, bekam er einen Schreck. Die Hostie war weg. Und auf dem kleinen Tuch, auf dem beides gestanden hatte, waren rote Flecken. Man bedenke, in der katholischen Kirche wird Weißwein für die Wandlung benutzt. Aber es waren blutrote Flecken. Und der arme Pfarrer hat sein Leben lang sich Vorwürfe gemacht, was geschehen ist. Er hat den Küster gerufen. Ist jemand eingebrochen? Nein. War die Tür offen? Nein. Den Kaplan? Warst du am Tabernakel? Nein. Und dennoch befürchtete er einen Hostienfrevel, weil die war weg. Und dann auf dem Sterbebett kam das Buch raus mit den Erinnerungen von Schwester Lucia und da kam die Sache mit dem Engel und dann war klar, was geschehen war. Man hat Lucia ein Foto geschickt von dem Kelch, das war der, den der heilige Michael in den Händen hatte. Also hat der heilige Michael aus seiner Kirche, die ihm ja geweiht war, die Hostie entnommen und den Kelch ausgeborgt. Und die Hostie blutete, das war ein eucharistisches Wunder, und hat das den Kindern gegeben und den Kelch natürlich brav wieder zurückgestellt. Und die Flecken da drauf wurden von Professor Sackerby, dem Chefpathologen des Staates New York von der Columbia-Universität, untersucht. Menschliches Blut, Blutgruppe AB, wie auf dem Turiner Grabtuch, wie bei allen eucharistischen Wundern. Und darum kann man sagen, die Geschichte der Kinder ist wahr. Und dann kam der Winter, kam der Frühling und am 13. Mai, einem Sonntag, haben die Kinder die Herde nach der Heiligen Messe in die Covadairia getrieben, Sonntag hin, Sonntag her, Schafe wollen fressen und haben dort eher nachlässig den Rosenkranz gebetet, wie sie es immer gemacht haben, aber sehr schnell, wie Kinder es eben gerne machen. Gegrüßet seist du Maria, Vater unser, nicht vollständig durchgebetet, sondern immer nur die ersten Worte gesprochen, damit man schneller spielen konnte. Aber auf einmal bekamen sie einen Schreck, da war ein Blitz am Himmel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal Schafe gehütet hat. Hat irgendjemand mal Schafe gehütet? Na, schau mal her, ein Experte, dann können Sie bestätigen, was ich sage. Wenn ein Gewitter aufzieht, ganz schnell die Schafe in den Stall, weil wenn der Donner erstmal kommt, dann geraten die in Panik und da muss man die Schafe aber in der ganzen Region zusammensuchen. Richtig? Also so haben es auf jeden Fall die Kinder von Fatima gelernt. Aber am Himmel war keine Wolke. Es war ein wolkenfreier Himmel. Aber wieder kam ein Blitz von einer kleinen Korkeiche und auf einmal sahen sie dort eine wunderschöne Frau, ganz in Weiß gekleidet, strahlender als die Sonne. Hab keine Angst, sagte sie den Kindern, ich komme vom Himmel. Bitte kommt in den folgenden 6 Monaten immer am 13. zur gleichen Stunde hierhin, dann sage ich euch, wer ich bin und was ich will. Betet jeden Tag den Rosenkranz, um den Frieden und das Ende des Krieges zu erlangen. Die Kinder kamen wieder am 13. Juni, nachdem ihnen viele, viele nicht geglaubt haben. Ein paar Neugierige kamen aber mit, haben sich das angeschaut, waren dann überzeugt. Am 13. Juli kamen dann noch mehr, aber am 13. Juni war wieder die Kernbotschaft, betet jeden Tag den Rosenkranz und lernt lesen. Und das ist schon die Hauptbotschaft von Fatima für uns alle. Betet den Rosenkranz. Der Rosenkranz ist die stärkste Waffe, ich komme später noch drauf, die wir in der Hand haben, die uns die Gottesmutter geschenkt hat über den heiligen Dominik. Und die Kernbotschaft aller Marienerscheinungen, ob
Lourdes, ob Fatima, ob Sievernich, ob Heroldsbach in Deutschland, was auch immer, immer wieder betet den Rosenkranz. Und wenn Sie etwas nach Hause nehmen von dem heutigen Vortrag, beten Sie jeden Tag den Rosenkranz, es lohnt sich. Aber ich komme gleich später nochmal drauf. Und dann am 13. Juli, der Tag der großen Botschaft. Wieder erschien die Gottesmutter über der Steineiche, bittet wieder um den Rosenkranz, verspricht für Oktober ein Wunder, ganz wichtig. Und dann gewährt sie den Kindern eine Vision der Hölle und des Schicksals der armen Sünder, die es zu retten gilt. Und da hat die Gottesmutter unter Beweis gestellt, dass sie nicht in Deutschland Theologie studiert hat, weil die Hölle war voll. Und die deutschen Theologen behaupten, die Hölle wäre leer. Gut, ich glaube mittlerweile auch, die Hölle ist leer, weil die Dämonen sind alle hier auf Erden und viele davon an der Regierung. Aber die Dämonen sind unterwegs, aber natürlich ist die Hölle voll. Es ist eine falsche Vorstellung, dass die göttliche Barmherzigkeit alle, auch Menschen, die in Todsünde leben, auch Menschen, die ihr ganzes Leben lang nichts von Gott wissen wollten, alle in den Himmel hochholt. Die Hölle war auf jeden Fall voll. Und dann sagte sie, um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Und dann kam ein prophetischer Text, in dem praktisch das gesamte kommende Jahrhundert vorweggenommen wurde. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter Pius dem 11. ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Der Kern der Botschaft von Fatima, wenn, dann. Es gibt keinen Determinismus. Wir können immer wieder noch durch unsere Umkehr die Weltgeschichte beeinflussen. Die schlimmsten Dinge brauchen nicht stattfinden, wenn wir uns bekehren. Das finden wir schon im Alten Testament. Jonas sprach zu Ninive: Der Herr hat mir angekündigt, du wirst in Feuer und Flammen zugrunde gehen. Die Bewohner von Ninive kehrten um, taten Buße, beteten, die Katastrophe blieb aus. Als der König von Israel, Hiskia, auf den Propheten Jesaja hörte und eine religiöse Reform durchführte und den Synkretismus, diese Anbetung auch der kananitischen Götter beendete, da kam zwar das assyrische Heer, das größte Heer der größten Großmacht der damaligen Epoche, aber eine Seuche brach aus im Assyrerlager vor Jerusalem. In der Bibel steht, der Engel des Herrn schlug die Assyrer und der König Sanherib befahl den Abmarsch und Jerusalem wurde verschont. Wenn man auf prophetische Mahnungen hört, kommen keine Katastrophen. Aber leider haben wir nicht drauf gehört. Und hier nennt die Gottesmutter den Papst, unter dem der neue Krieg beginnt. Damals war Benedikt der 15. der Papst. Und sie sagt, nein, der nächste Papst ist Pius der 11. Begann nicht der Zweite Weltkrieg unter Pius dem 12.? Ja, wenn man den Einmarsch in Polen nimmt. Aber Hitler ist schon vorher in ein souveränes Land einmarschiert, in Österreich. Also begann eigentlich der Zweite Weltkrieg im Jahre 1938, am 12.3. und da war Pius der 11. noch Papst. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann ist das das große Zeichen, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Aber es kann verhindert werden. Um es zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz
und der Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Ganz wichtiger Punkt, der leider ignoriert wird, die Sühnekommunion. Haben mittlerweile 3 Päpste Russland an das unbefleckte Herz der Gottesmutter geweiht, Pius XII., Johannes Paul II. Und Franziskus. Aber leider propagiert niemand die Sühnekommunion. Das bedeutet an 3 Samstagen hintereinander beichten, die heilige Kommunion empfangen, als Reparation, als Wiedergutmachung für die Sünden und Lästerungen gegen den Herrn, den Rosenkranz beten und eine Viertelstunde lang über ein Gesetz des Rosenkranzes kontemplieren. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Und das bedeutet, wenn Pius XI. Das schon gemacht hätte, wir kommen noch auf die historischen Umstände gleich, hätte Adolf Hitler verhindert werden können, hätte der Aufstieg Stalins verhindert werden können, hätte der Kalte Krieg verhindert werden können. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgung heraufbeschwören, die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Den dritten Teil des Geheimnisses, den wir nachher noch hören werden, den sollten die Kinder niemandem erzählen. Erst 1944 durfte er niedergeschrieben werden. Am 13.8. sollte wieder eine Erscheinung stattfinden, aber der Kreisvorsteher, ein Freimaurer, hat die Kinder entführt. Hat gesagt, ich bringe euch mit dem Auto an die Erscheinungsstätte. Er fuhr dann Richtung Urem, hat sie ins Gefängnis geworfen mit Räubern, Mördern, Vergewaltigern, hat die dann eines nach den anderen hochgeholt, hat einen Kessel mit brennendem Öl, mit kochendem Öl hingestellt und hat gesagt, darin habe ich deine Schwester oder deinen Bruder oder deinen Cousin schon getötet, weil der nicht reden wollte. Nun sag du, schwör der Erscheinungen ab, sag du öffentlich, dass alles ein Schwindel ist und verrate mir bitte das Geheimnis. Und die Kinder haben gesagt, nein, können wir nicht machen, wurden zurück in den Kerker geworfen, das nächste wurde hochgeholt, eingeschüchtert, bis dann irgendwann die Eltern mit dem halben Dorf vor der Tür standen und die Kinder wieder freigelassen wurden. Und die Erscheinung fand dann am 19.8. statt. Am 13. September, wir haben ja am 11. September, also übermorgen, wichtiger Fatima-Gedenktag, wurde vor mittlerweile 25.000 Gläubigen und Schaulustigen noch einmal für Oktober ein Wunder angekündigt. Und so kamen in der Tat am 13. Oktober zwischen 70.000 und 100.000 Menschen in die Kovadar-Area. Und es war katastrophales Wetter. Wenn man heute von Lissabon nach Fatima fährt, das ist eine bequeme Autofahrt von etwa einer Stunde auf einer wunderbaren Autobahn. Und in Fatima gibt es jede Menge wunderbarer Pilgerhotels, wo man gut wohnen kann. Aber im Jahre 1917 war Fatima ein Dorf in der Mitte von nirgendwo. Da kamen die Menschen teilweise mit dem Pferdekarren, Autos, wer hatte 1917 schon Autos, ganz wenige. Einige fuhren mit der Bahn nach Urem und von dort zu Fuß weiter. Und weil man viel zu früh am Morgen hätte loslaufen müssen, sind viele schon in der Nacht vorher, am Tag vorher gekommen, haben dort übernachtet, in strömenden Regen, im Matsch. Als die Erscheinung endlich um 12 Uhr begann, waren alle Menschen durchnässt. Der Boden war matsch. Aber um Punkt 12 Uhr begann die erschien die Gottesmutter. Der Regen hörte auf, es wurde etwas heller und die Gottesmutter sagte den Kindern,
ich möchte, dass hier eine Kapelle zu meinen Ehren gebaut wird. Ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Betet weiterhin täglich den Rosenkranz. Der Krieg geht bald zu Ende, bald werden die Soldaten nach Hause kommen. Man soll Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidigen. Der wurde schon genug beleidigt. Und dann glitt die Gottesmutter in Richtung der Sonne, die gerade hinter den Wolken hervorkam. Und Lucia rief noch, schaut zur Sonne, als die Sonne auf einmal anfing und rotierte. In strahlendsten Farben, in Blau, in Gelb, in Violett, in Rosa, in Rot, in allen Farben. Und während sie rotierte, das gesamte Tal, die gesamte Mulde der heiligen Irene in bunte Farben tauchte. Können Sie sich vorstellen, wie wenn so eine Lasershow stattfindet und die Menschen hintereinander in Rotes, in Gelbes, in Blaues, in grünes Licht getaucht wird, in allen Regenbogenfarben. Und dann raste die Sonne auf die Menschen zu, in drei Schüben, in drei Etappen. Und die Menschen bekamen es mit der Angst zu tun und schrien und dachten, das wäre das Ende der Welt, fielen auf die Knie, beichteten irgendwo in die Luft hinein, wollten ihre Sünden bekennen und dachten wirklich, das wäre ihr Ende und spürten die Hitze der Sonne, schwitzten auf einmal, waren knochentrocken, der Boden war knochentrocken und dann ging die Sonne wieder an ihren Stammplatz zurück, die scheinbare Sonne. Es war natürlich ein mystisches Phänomen, eine Erscheinung, die alle gesehen haben, nicht die reale Sonne. Weil dann wäre ja die Erde auf die Sonne zugestürzt und wir wären wirklich alle gestorben. Und wir sehen hier auf den historischen Originalaufnahmen, wie vorher noch am Anfang der Erscheinung alle die Regenschirme noch haben und dann die Menschen auf die Knie fallen und am Ende danken, dass sie überlebt haben. Alle, die da waren, haben es gesehen. Alle, Gläubige und Skeptiker. Die Journalisten antikatholischer Blätter, freimaurerischer Blätter, die hingeschickt wurden, um den gesamten Schwindel von Fatima auffliegen zu lassen, um zu schreiben, wie sich die gesamte katholische Welt blamiert hat. Alle hofften auf ein Wunder und natürlich gibt es keine Wunder, haben sie vorher gedacht. Also kann man die ganze Sache wunderschön lächerlich machen. Und stattdessen schrieben die alle, die da waren, die Sonne schien sich in unglaublicher Geschwindigkeit zu drehen, zeitweise vom Himmel zu lösen und sich unter heftiger Hitzeeinwirkung der Erde zu nähern. Keiner konnte das Meer bestreiten. Und das löste eine Welle der Bekehrungen aus. Und schon im Dezember gab es einen Putsch gegen die linke republikanische Regierung. Und dann wurde der Putsch aber niedergeschlagen. Dann fanden nochmal Wahlen statt und am Ende kam es zu einer katholischen Diktatur unter einem aber wirklich guten, anständigen Diktator, muss man sagen, der auch Portugal völlig neutral gehalten hat im Zweiten Weltkrieg und die Orden wieder erlaubt hat, das religiöse Leben wieder erlaubt hat. Portugal wurde nochmal gerettet. Die Gottesmutter hatte schon am 13. Juni angekündigt, dass Jacinta und Francisco bald in den Himmel geholt werden und in der Tat starben sie während der Pandemie, der spanischen Grippe. Aber haben in den Jahren, die noch blieben, unheimlich viel gebetet, viel auf sich genommen, aufgeopfert für die Bekehrung der Sünder und sind dann wirklich, nachdem man auch den Leichnam von Jacinta zum Beispiel gefunden hat und der war unverwest, wurden sie von Johannes Paul selig und von Franziskus heilig gesprochen. Die Kapelle wurde gebaut, dann haben die Freimaurer noch eine Sprengladung angebracht, aber nur das Dach wurde beschädigt
und dann wurde eine neue Kapelle gebaut. Es gab unheimlich viele Heilungen und andere Wunder in Fatima. Menschen pilgerten so Hunderttausenden dorthin, als im Oktober 1930 dann die Kirche in Portugal die Erscheinungen als glaubwürdig anerkannte und die Verehrung unserer lieben Frau von Fatima erlaubte. Lucia, die wie gesagt bis 2005 lebte, hat dann erstmal eine Schule besucht und dann war ihr Wunsch, Ordensfrau zu werden. Und der einzige Orden, der in der Nähe war, weil damals gab es noch keine Neugründungen in Portugal, war dann an der spanisch-portugiesischen Grenze in Pontevedra, in Spanien aber schon, der Orden, das Ordenshaus der Dorotheenschwestern. Und dem trat sie bei und hat dann erst in Pontevedra und dann im benachbarten Tuil gewohnt. Und als dann sie hörte, dass in Coimbra, nicht weit von Fatima, ein Karmeliterinnenkloster mit strikter Klausur eröffnet wurde, wollte sie unbedingt dahin, weil sie sah die Gottesmutter in der allerletzten Erscheinung, nachdem sie ursprünglich in der bekannten Gestalt mit weißem Gewand erschienen war, dann nochmal als unsere liebe Frau vom Berg Karmel mit Skapuli und sah darin ein Zeichen, dass sie Karmeliterin werden sollte und legte 1949 mit Genehmigung des Papstes, für einen Ordenswechsel braucht man ja die Genehmigung des Papstes, ihr Gelübde als Karmeliterin an und hat dann eigentlich das Kloster nur verlassen, wenn Papstbesuche waren. Hat aber Kardinäle und Familienangehörige getroffen, hat Tagebuch geführt, hat viele Betrachtungen geführt und hat erlebt, wie Stück für Stück die Gottesmutter, die Prophezeiungen der Gottesmutter wahr wurden und hatte auch noch Erscheinungen. Und die beeindruckendste Erscheinung, die sie noch gehabt hat, war im Kloster von Tui am 13. Juni, Fatima-Tag 1929, wo ja die Gottesmutter die heilige Dreifaltigkeit gezeigt hat und sagte, nun muss der Heilige Vater gemeinsam mit allen Bischöfen der Welt Russland meinem unbefleckten Herzen weihen, dann wird es gerettet werden. So viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der Sünden, die sie gegen mich begehen, verurteilt, dass ich um Sühne bitte, opfere ich in dieser Intention und bete. Und sofort schrieb Lucia einen Brief an Pius XI., aber der war kein sehr marianischer Papst und Privatoffenbarungen gegenüber überhaupt nicht offen. Und darum wurde der Brief schnell zu den Akten gelegt. Und erst als 1939 Pius XII. Der nächste Papst war, gab es eine Öffnung des Papstes Fatima gegenüber. Pius XII. War am 13. Mai 1917 zum Bischof geweiht worden, in derselben Stunde, in der die Gottesmutter erschien, und sah darin ein Zeichen der göttlichen Vorsehung und hat sich als Fatima-Papst verstanden und hat dann, als er einen Brief von Lucia 1939 bekam, erstmal gesagt, ja, ich will mehr darüber erfahren, hat dann ihr den Auftrag erteilt, dass sie ihre Erinnerungen niederschreibt, was sie dann gemacht hat. Und als das getan war und ihr ins Italienische übersetzt worden, da hat er dann auch gehandelt, im Jahre 1942. Immerhin nach 3 Jahren, nach 2,5 Jahren, wo er Papst war. Es ist aber bisher schon oder dazwischen schon geschehen, wie es geschehen sollte, wie es angekündigt war. Es gab am 25. Januar 1938 das Himmelszeichen, das unbekannte Licht, was die Nacht erhellen würde, ein Nordlicht, was bis nach Spanien und bis nach Sizilien und Griechenland gesehen werden konnte. Ein Nordlicht, wie es das nie mehr vorher und nachher gab. Und an dem Tag stand Schwester Lucia auf dem Balkon des Ordenshauses
und hat es mit ihren Mitschwestern angeschaut und sagte, nun kommt der Krieg, nun kommt das, was die Gottesmutter angekündigt hat. In derselben Nacht, das schreibt Albert Speer, der Architekt und Freund von Adolf Hitler, stand Adolf Hitler auf der Terrasse im Berghof, im Berchtesgaden, und sagte, jetzt kommt Krieg. Der hat das also auch als Zeichen verstanden, aber im negativen Sinne, also er hat es praktisch als Bestätigung der göttlichen Vorsehung, er kannte die Fatima-Prophezeiung natürlich nicht, betrachtet und ist dann am 12. März in Österreich einmarschiert und hat am Fatima-Tag am 13. Mai den Anschluss ans Reich beschlossen. Der erste Akt des Zweiten Weltkrieges. Schwester Lucia hat unmittelbar nach dem Nordlicht an den damaligen Papst Pius XI. Nochmal geschrieben, hat gesagt, der Krieg, den unsere liebe Frau vorausgesagt hat, er steht unmittelbar bevor, aber es dauerte eben, wie gesagt, dass der Papst Pius XII., der Nachfolger, der dem gegenüber offen war, die ganzen Texte übersetzt ins Italienische bekam. Und das war 1942 der Fall. Und dann hat er auf einmal für den 31. Oktober 1942 eine Botschaft angekündigt. Und an diesem Tag hat er eine Radioansprache an die portugiesische Nation gehalten, im Beisein von dem portugiesischen Botschafter, den wir hier in der Uniform sehen, und seiner rechten Hand Montini, dem späteren Papst Paul VI. Und Kardinalstaatssekretär Maglione. Und dort hat er die Weihe vollzogen. Dir, deinem unbefleckten Herzen, weihen wir in dieser tragischen Stunde der Geschichte. Wir übergeben dir, dir vertrauen wir an, nicht nur die Heilige Kirche, den mystischen Leib deines Sohnes, sondern die ganze Welt, insbesondere jene Länder, die dir so einzigartige Verehrung entgegenbrachten und unter denen keine war, der nicht in seinem Haus deine heilige Ikone bewahrte, also eindeutig war Russland gemeint, heute verborgen und auf bessere Tage wartend, schenke ihnen Frieden. Die Bekehrung Russlands, wie sie vorausgesagt war, hat daraufhin nicht stattgefunden. Und später erklärte Schwester Lucia, der Grund war, weil der Papst das alleine gemacht hat, nicht wie gewünscht mit allen Bischöfen. Der Papst hat es nochmal wiederholt am 8.12. im Petersdom, aber eben auch nur mit 40 Kardinälen, ein paar Bischöfen und den Diplomaten und nicht wie von der Gottesmutter gewünscht. Und trotzdem war der 31. Oktober 1942 der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Vorher hat Hitler jede bedeutende Schlacht gewonnen, von dem Moment an hat Hitler jede bedeutende Schlacht verloren. Innerhalb von 8 Tagen El Alamein, womit er ganz Nordafrika verloren hatte, die verheerende Panzerschlacht von Generalfeldmarschall Rommel gegen die Briten und innerhalb von wenigen Wochen Stalingrad, der Wendepunkt, die entscheidende Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Und von dem Moment an rückten die Alliierten immer mehr auf Berlin zu. Viele große Niederlagen Adolf Hitlers an marianischen Feiertagen oder am Vortag von marianischen Feiertagen. Und dann am Tag des heiligen Michael am 8.5.1945 kapitulierte Deutschland. Aber auch in Russland hat sich viel getan. Seit Ende 1942 verfolgte Stalin nicht mehr die russisch-orthodoxe Kirche. Im Gegenteil. Er erlaubte auf einmal Prozessionen. Er ließ Ikonen in Flugzeugen über russische Städte fliegen
um sie vor den Deutschen zu schützen, hat im zerstörten Stalingrad 3 orthodoxe Kirchen bauen lassen. Also es fand schon eine Form der Bekehrung statt. Die grauenvolle Christenverfolgung hatte ein Ende. Aber trotzdem hat Russland seine Irrtümer nicht in der ganzen Welt, aber in der halben Welt verbreitet, in halb Europa. Deutschland wurde geteilt, beinahe auch Österreich, aber in Österreich hat man auf die Botschaft von Fatima gehört und hat den Sühne-Rosenkranz-Kreuzzug ins Leben gerufen, wo 1 Million Österreicher den Rosenkranz gebetet haben für den Frieden und gegen die russische Besatzung und in der Tat die Russen abgezogen sind, was sie in keinem anderen Land gemacht haben. Dennoch dauerte es bis zum 13. Mai 1981, dass das zweite Geheimnis von Fatima vollständig erfüllt wurde mit dem Papstattentat von Ali Aksha um 17.19 Uhr, also die Jahreszahl von Fatima umgekehrt. Ein Türke, Ali Aksha, schoss auf den Heiligen Vater und wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, wäre er tot gewesen. Aber irgendein Widerstand im Körper sorgte dafür, dass die Kugel um Millimeter die Aorta, die Hauptschlagader, verfehlte und er überlebte. Und als die Ärzte völlig überrascht die Kugel so nah an der Aorta aus dem Leib holten, da sagte er, das war eine mütterliche Hand, eine Mano Materna, die mich gerettet hat. Eine Hand hat die Kugel abgefeuert, eine andere hat die Kugel umgelenkt, die Hand der Gottesmutter. Und ihm war klar, das war die Gottesmutter von Fatima an dem Tag, am 13. Mai, an dem er gerettet wurde, am Festtag der Gottesmutter von Fatima. So hat er später die Kugel, die seinem Leib entnommen wurde, in die Krone der Gottesmutter von Fatima einfassen lassen. Die Krone war 1946, als die Gottesmutter von Fatima gekrönt werden sollte, weil das Land vom Zweiten Weltkrieg verschont wurde, geschaffen worden von portugiesischen Juwelieren, von einem portugiesischen Juwelier. Und er hat diese Erdkugel mit Türkissteinen geschaffen, die wir ja sehen. Und damit die Steine von innen angebracht werden, hat er unter der Kugel ein kreisrundes Loch gelassen. Brauchte er, damit er eben die Steine von innen befestigt. Dieses Loch hatte genau auf dem Millimeter den Durchmesser der Kugel, die im Körper von Johannes Paul II. War. Und als Johannes Paul II. Den portugiesischen Bischöfen die Kugel übergab und dem Rektor des Heiligtums von Fatima, sagte er, wir werden uns irgendwas ausdenken. Und dann haben sie die Krone in Fatima geholt und die Kugel, ja, wo steckt man die nun rein? Bringen wir die vorne an und dann kam jemand auf die Idee, guck mal das Loch. Und in der Tat, da passte sie perfekt rein und da steckt sie noch heute. Wenn wir heute die unter dieser türkisenen Kugel schaut der Kopf der Kugel hervor. Der Kugel, die im Körper des Geschosses, das im Körper von Johannes Paul II. War. Können Sie hier genau erkennen auf dem Foto. Das passte millimetergenau. Aber er hat noch mehr gemacht. Er hat sich im Krankenhaus alle Akten über Fatima bringen lassen, Literatur darüber, die Akten der Glaubenskongregation. Er hat gesagt, ich werde das machen, was die Gottesmutter wünscht, genauso wie sie es will. Und dann fuhr er erstmal am 13. Mai 1982 am Jahrestag seiner Rettung nach Fatima, dankte der Gottesmutter, sprach dort eine Weiheformel und Schwester Lucia sagte falsch.
Das muss mit allen Bischöfen geschehen. Und hat ihm genau alles erklärt. Dann hat er am 25. März 1984, als das arianische Heilige Jahr begann, als das Heilige Jahr der Erlösung 1983 endete und darauf ein Marienjahr einberufen wurde, hat er die Statue der Gottesmutter von Fatima nach Rom bringen lassen, kniete vor ihr nieder und hatte eine Weiheformel gesprochen, deren Text abgesprochen war mit Schwester Lucia, gemeinsam mit allen Bischöfen der Welt, und weihte diese unsere menschliche Welt, aber auch in besonderer Weise jene Individuen und Nationen, die insbesondere dieser Anvertrauung und Weihe bedürfen. In pectore dachte er dann an Russland und sagte: Insbesondere Russland, lasse dein Licht leuchten über jenen Völkern, von denen du selbst unsere Heiligung erwartest. Und einen seiner besten Freunde, den Bischof Linica, hat er nach Moskau geschickt. Und der hat eine touristische Kremlführung für diesen Tag gebucht und hatte in seinem Sakko eine kleine Ampulle mit Wein und ein kleines Bruchteil einer Hostie und hat sich dann abseits der Gruppe in einer der Kremlkathedralen eine ruhige Ecke gesucht und hat dort das heilige Messopfer gefeiert, kommuniziert und danach die Weiheformel gesprochen. Und hat eine wundertätige Medaille dabei gehabt und die hat er versteckt in dieser Kremlkathedrale. Und nachher, nach der Weihe, hat dann der Nunzius die Schwester Lucia gefragt: Ist nun Russland geweiht? Und Lucia sagte: Ja. Ja, dann warten wir auf ein Wunder, meinte der Nunzius. Gott wird sein Wort halten, meinte Lucia. 1985 wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen, wenn die Weihe nicht stattgefunden hatte. Das hat Schwester Lucia später in einem gefilmten Interview Kardinal Vidal anvertraut. Und ja, heute wissen wir, es stimmt. Tschernenko, der sowjetische Generalsekretär der KPDSU, wollte als Antwort auf die Stationierung amerikanischer Pershing-Raketen in Europa als Präventivschlag in Europa einmarschieren. Und das hätte den Atomkrieg bedeutet. Aber unmittelbar nach der Weihe, die Weihe war am 25. März, und am 13. Mai 1984 explodierte das Waffenarsenal der sowjetischen Nordmeerflotte. Und auf einmal war die militärische Überlegenheit der Sowjetunion Vergangenheit. Und Tschernenko hat einen derartigen Schock dadurch bekommen. 300 Techniker und Ingenieure sind ums Leben gekommen, hat einen derartigen Schock bekommen, dass er krank wurde und bald darauf starb, und Gorbatschow wurde gewählt. Und mit Gorbatschow kam die Perestroika und der Frieden und die Abrüstung und am Ende die Öffnung des eisernen Vorhangs, der Mauern, die Europa geteilt haben, und der Untergang der Sowjetunion, 7 Jahre nach der Weihe. Da gab es noch einen Gegenschlag, eine Gegenrevolution, bei der Gorbatschow auf der Krim interniert wurde im Jahre 1991, und die wurde niedergeschlagen am Festtag des unbefleckten Herzens Mariens nach dem alten Kalender. Und ab 1988 schon, als alle Restriktionen für sowohl die russisch-orthodoxe Kirche wie auch die ukrainisch-katholische Kirche aufgehoben wurden, begann mit gewaltigen Schritten die Bekehrung Russlands. Und wir hatten 33 Jahre lang Frieden. Wir müssen bitte unterscheiden, bitte differenzieren zwischen Präsident Putin und dem Einmarsch in der Ukraine und der Bekehrung des russischen Volkes. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Bekehrung Russlands hat in einem unglaublichen
Tempo stattgefunden, seit Gorbatschow. Wir sehen hier die wieder aufgebaute Christkönig-Kathedrale als Symbol dafür. In jedem Jahr wurden seitdem 1000 neue Kirchen in Russland geweiht, in einem Durchschnitt von 3 am Tag. Die Zahl der Gemeinden sind von 3.500 auf über 30.000 gestiegen. Die Klöster von 15 auf 800. Es gibt 5.500 Berufungen pro Jahr in Russland. In Deutschland im vergangenen Jahr 34 oder 35. Ich war selber eingeladen im Jahre 2016 und habe einen Vortrag gehalten an der Orthodoxen Akademie in St. Petersburg und habe dort die jungen Priesteramtsanwärter gesehen. Das waren gebildete junge Männer, die brannten vor Neugierde. Ich habe einen Vortrag gehalten über die Reliquienverehrung im Westen und das war ein Raum, der war doppelt so groß wie der Raum hier und es standen noch alle, weil es nicht genügend Stühle gab. Großartige junge Männer. Und wie gesagt, was auch immer man auch über den Patriarchen denkt und über die politische Verwicklung, ist eine vollkommen andere Thematik. Aber die Bekehrung hat stattgefunden, während hier im Westen ein Niedergang des Christentums zu beobachten war. Und das war der Grund, warum der Friede nicht für immer hielt. Die Gottesmutter sagte ja, der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden, aber nicht der ewige Friede. Wir haben uns das kaputt gemacht. Wir hatten 33 Jahre Frieden. Haben wir der Gottesmutter von Fatima dafür gedankt? Nein! Deutschland verdankt der Gottesmutter von Fatima die Wiedervereinigung. Sind die deutschen Fatima, werden die deutschen Bischöfe nach Fatima gepilgert, haben ihr gedankt? Nein! Ich habe dann die Fatima Madonna nach Berlin geholt und wir haben eine Deutschland Dank Maria, eine Dankprozession durch das Brandenburger Tor gemacht im vergangenen Jahr und machen es wieder am 13. Oktober in diesem Jahr. Aber wir haben nicht gedankt und darum, wenn wir im Gegenteil den Schenkenden immer weniger in unserer Mitte haben wollen, erweisen wir uns als unwürdig eines Geschenkes. Und darum endete der 33-jährige Friede. Aber im vergangenen Jahr weihte der Heilige Vater Russland und die Ukraine erneut dem unbefleckten Herzen Mariens. Und genau der Tag war die Wende im Ukraine-Krieg. Russland ist mit einer gewaltigen Panzerflotte auf Kiew zumarschiert. Und auf einmal blieb die stehen. Und auf einmal sind die Russen wieder abgezogen, am 1. April vergangenen Jahres. Das war eine Woche nach der Weihe. Und momentan sind die Russen nur noch in den Gebieten, die ohnehin Rebellengebiete waren, im Grenzgebiet. Aber das Ziel der Russen, die Zerschlagung der Ukraine, die Zerschlagung ihrer Regierung, die Eroberung von Kiew wurde abgewendet. Die Gebiete, um die momentan gekämpft wird, haben schon seit 8 Jahren, seit 9 Jahren einen Bürgerkrieg und haben eine russischsprachige, russisch-orthodoxe Mehrheit. Muss man auch mal sagen. Also insofern, es gab eine große Wende im Krieg, im Ukraine-Krieg. War die Weihe gültig? Ja, Schwester Conchita hat es immer wieder bestätigt. Auch gegenüber Kardinal Vidal, ihren eigenen Niederschriften und, und. Die Bekehrung Russlands hat stattgefunden und dafür allein können wir dankbar sein. Leider parallel die Abkehr vom Glauben, der große Abfall vom Glauben
im Westen. Und darum sollten wir heute ganz stark auch um die Bekehrung Europas beten. Johannes Paul II., der Zeuge und Verantwortliche für diese große Wende, hat im Interview mit Messori, einem italienischen Vatikanjournalisten, erklärt, was kann man sagen über Fatima? Die Kinder haben nicht mal eine Ahnung von Russland gehabt, von den ganzen geopolitischen Veränderungen. Die Kinder haben, als die Gottesmutter von Russland gesprochen haben, Russland wird sich bekehren, haben sie gedacht, das wäre vielleicht, ja, wer ist Russia? Es gibt eine Eselin mit dem Namen Rosi im Dorf, aber die kann die Gottesmutter nicht gemeint haben. Vielleicht irgendeine Frau, die Lügen verbreitet. Die hatten keine Ahnung, was diese Botschaft bedeutete. Wir verstehen die Botschaft. Und so sagte Johannes Paul, vielleicht ist der Papst aus diesem Grunde aus einem fernen Land gerufen worden. Polen war damals ein fernes Land. Die Welt hinter dem eisernen Vorhang war wie ein anderer Planet für uns im Westen. Es war so schön, als damals das Habemus Papam war, 1978, und der Kardinaldiakon sagte, Habemus Papam eminentissimum et reverendissimum dominum carolum sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem voltivor. Standen die Menschen auf dem Petersplatz und sagten, ach, ein Neger? Damals durfte man noch Neger sagen. Heute man sagen, ein Man of Color. Aber damals sagten die Menschen, ein Neger. Weil Voltiwa, es klang so afrikanisch und sie hatten keine Ahnung, wie überhaupt Kirchenführer aus Polen hießen. Das war eine andere Welt. Und das hat er mit seinem feinen, subtilen Humor aufgegriffen, als er dann auf dem Balkon des Petersdomes erschien und sagte, in der Tat, ich komme aus einem fernen Land. Aber das ferne Land, geografisch so nah, war Polen. Und da sagt er, vielleicht ist der Papst aus diesem Grund aus einem fernen Land gerufen worden. Vielleicht hat das Attentat stattfinden müssen, damit alles durchsichtiger und verständlicher würde, damit die Stimme Gottes, die in die Menschengeschichte in Zeichen der Zeit spricht, einfacher gehört und verstanden werden kann. Kommen wir zum dritten Geheimnis von Fatima. Am 13. Mai reiste Johannes Paul noch einmal nach Fatima, um vor 600.000 Gläubigen die Seligsprechung von Jacinta und Francesco vorzunehmen. Noch einmal Schwester Lucia zu treffen. Und da hat der Kardinalstaatssekretär Sodano dann die Enthüllung des dritten Geheimnisses angekündigt. Was war das dritte Geheimnis? Was war seine Geschichte? 1941 im Sommer hat Lucia im Auftrag des Bischofs, der wiederum den Auftrag vom Papst bekommen hat, die gesamten Erinnerungen an Fatima niedergeschrieben. Aber nicht das dritte Geheimnis. Dann wurde sie 43 schwer krank und der Bischof hat gesagt, bitte schreib das dritte Geheimnis nieder, bevor du stirbst und das verloren geht. Und sie hat dann mehrfach drum gebetet und hat dann am 3. Januar 44 von der Gottesmutter die Erlaubnis bekommen, ja, schreibe die Vision nieder, nicht die Erklärung, die ich dir gegeben habe, und schreibe darauf, es darf erst im Jahre 1960 geöffnet werden, weil es dann klarer erscheint. Dann hat die Glaubenskongregation alle Schriften von Lucia angefordert und der Bischof hat das dritte Geheimnis mitgeschickt. Im Jahre, also Pius XII. Hat es in einem Safe auf seinem Schreibtisch aufbewahrt, aber nicht geöffnet. Weil es stand drauf, bitte nicht vor dem Jahre 1960 öffnen, weil es dann besser verstanden wird. Ich
beantworte gleich die Frage, warum. Und dann wurde der neue Papst gewählt, Johannes der 23. Und er wurde dann neugierig ein Jahr vorher und hat es dann geöffnet, gelesen, gesagt, nein, das hat auf keinen Fall mit meinem Pontifikat zu tun. Er war ein unverbesserlicher Optimist. Hat gesagt, das geht nur meinen Nachfolger an. Der Nachfolger hat es auch gelesen, auch gesagt, nein, 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 das kann mein Nachfolger mal machen. Und so blieb es im Archiv der Glaubenskongregation. Auch Johannes Paul hat es dann im Krankenhaus gelesen und hat gesagt, nein, das können wir noch nicht veröffentlichen. Das schockiert so viele Menschen. Und erst 19 Jahre später, als man glaubte, das Ende der Geschichte sei gekommen, die Bekehrung Russlands hatte stattgefunden, auf der ganzen Welt herrschte Friede, hat man es dann veröffentlicht. Warum 1960? Weil 1960 die Welt wirklich am Rande eines Atomkrieges stand. Und es in den folgenden Jahren immer wieder Situationen gab, wo ein Atomkrieg ausbrechen konnte, wo es also wirklich ganz akut war. Und in der Tat gab es schon vor dem 85er-Plan von dem damaligen sowjetischen Generalsekretär Khrushchev Pläne für einen Atomkrieg. Und schon damals gab es eine Situation, wo eine Langstreckenrakete am Fatima-Tag am 13. Oktober 1960 beim Start explodierte und damals die führenden Raketeningenieure der Sowjetunion in den Tod riss, was der Grund war, warum die Sowjetunion zwar den ersten Menschen ins All geschickt hat, Juri Gagarin, aber die Amerikaner dann die Sowjetunion überholt haben und die Mondlandung zustande gebracht haben, weil die ganzen Top-Leute von heute auf morgen tot waren. Was steht im dritten Geheimnis? Der Text wurde vom späteren Papst Benedikt am 26. Juni 2000 der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Hier sehen wir die Originalhandschrift von Lucia und den Text. Ein Teil davon, eine Art Prozession, ein in weiß gekleideter Bischof, wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war, gehen, nachdem im Bild vorher der Heilige Michael die Erde mit seinem Schwert berührt und es ein Flammenmeer gibt, gehen sie durch eine zerstörte Stadt. Diese ganze Prozession mit anderen Bischöfen, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen, vorbei an den Leichen der Toten, einen Hügel hinauf zu einem Kreuz hin und dort oben, nachdem er all diesen Weg ging, zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und Sorge gedrückt und für die Seelen der Leichen, denen er begegnete, dort oben angekommen, kniete er zu Füßen des Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, mit Feuerwaffen und Pfeilen, gemeinsam mit anderen Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und weltlichen Personen. Und Engel haben das Blut der Märtyrer gesammelt und damit die künftige Welt und die Seelen, die sich Gott näherten, gesegnet. Ein grauenvolles Szenario, das in einem bestimmten Kontext stand und offenbart wurde. Und heute haben wir das Tagebuch von Schwester Lucia, was damals noch nicht veröffentlicht war, wo sie beschreibt am 3. Januar 1944, was sie noch sah, als die Gottesmutter ihr erlaubte, das dritte Geheimnis niederzuschreiben. Und ich sah meinen Geist eingetaucht in ein Mysterium aus Licht, das Gott ist und in ihm sah und hörte ich die Lanzenspitze des Engels Michael, berührt wie eine auflodernde Flamme die Achse der Erde.
Die Erde erzittert, Berge, Städte, Ortschaften, Dörfer mit ihren Einwohnern werden begraben. Das Meer, die Flüsse und Wolken treten über ihre Grenzen, über ihre Ufer. Häuser und Menschen in einer Zahl, die man nicht zählen kann, werden in einen Strudel gerissen, überschwemmen und fortgerissen. Es ist die Reinigung der Welt wegen der Sünde, in die sie eingetaucht ist. Der Hass, das maßlose Streben rufen den zerstörerischen Krieg hervor. Danach verspürte ich im beschleunigten Herzschlag das Echo einer sanften Stimme, die da sagt, in der Zeit, die danach kommt, ein einziger Glaube, eine einzige Taufe, eine einzige Kirche, heilig, katholisch, apostolisch und in der Ewigkeit der Himmel. Und dieses Glücksgefühl, was sie spürte, als sie das Wort Himmel hörte. Und dann verging die Kraft der Vision und sie schrieb das dritte Geheimnis nieder. Das dritte Geheimnis handelte also offenbar doch von einem Atomkrieg oder von einem kommenden Strafgericht. Als das dritte Geheimnis veröffentlicht wurde, war dieser Text noch unbekannt. Und da glaubte Kardinal Ratzinger, das dritte Geheimnis behandelt die Vergangenheit, die vielen Kriege, die Märtyrer, das Leiden, die Verfolgung der Kirche im 20. Jahrhundert, kulminierend im Papstattentat. Auf gut Deutsch, es behandelt die Vergangenheit, darum konnte es veröffentlicht werden. Aber seit dem 11. September, und wir haben heute den 11. September 2001, war die Welt auf einmal eine andere. Es war doch nicht das Jahr 2000, das Ende der Geschichte und der Beginn einer unendlichen Friedenszeit. Auf einmal drohte der islamische Terror. Noch schlimmer dann ab 2013 mit der Gründung des Islamischen Staates, der offen nach Rom griff und Bilder veröffentlichte von der IS-Flagge auf dem Petersdom und auf dem Forum Romanum in Rom. Und so erklärte der Vertraute und Freund des Papstes, der slowakische Bischof Linica, der Heilige Vater veröffentlicht das dritte Geheimnis nicht, um unsere Neugierde zu befriedigen, sondern um uns vor der Gefahr einer gigantischen Christenverfolgung zu warnen, die nur durch unsere Mitwirkung verhindert werden kann. Er wollte uns aus dem Schlaf holen. Und nach dem 11. September hat der Papst nochmal zum täglichen Rosenkranz aufgerufen. Jeder sollte jeden Tag den Rosenkranz für den Frieden beten, damit die Welt vor dem Terror verschont wird. Die Jungfrau Maria sei Fürsprecherin der ganzen Menschheit, damit Hass und Tod nie das letzte Wort haben. Papst Benedikt betonte dann selber, obwohl er diese, ich will mal sagen, rückwärts orientierte Exegese des dritten Geheimnisses ja veröffentlicht hat, sagte selber, wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt. Im Gegenteil, es werden Leiden der Kirche angekündigt, Realitäten der Zukunft der Kirche, die wir erst Stück für Stück verstehen. Kardinal Koch, der eng befreundet war mit Benedikt, sagte, es wird in realistischer Weise angekündigt, dass die Kirche einer Zeit der Verfolgung und Zerstörung entgegengeht und ihr Weg ein Kreuzweg sein wird. Und auch Lucia sagte, die Woche von Fatima hat gerade erst begonnen. Als Franziskus gewählt wurde, im Jahr vorher, an der Jahreswende vorher, als am Himmel von Fatima dieses Profil Christi praktisch mit Dornenkrone gesehen und fotografiert wurde, hat er sein Pontifikat, das am Fatima-Tag am 13. März begann, der Gottesmutter von Fatima geweiht, hat das Gnadenbild nach Rom geholt, hat dort nochmal die Weihe seines Pontifikats wiederholt, reiste zur 100-Jahr-Feier der Erscheinung nach Fatima, hat Giacinta und Francisco heilig gesprochen, während der Seligsprechungsprozess von Lucia
nun in die zweite Phase eintrat, ihr wurde schon der heroische Tugendgrad in diesem Jahr promulgiert, Dienerin Gottes, nun wird noch ein Wunder, auf ein Wunder gewartet, was durch ihre Fürsprache stattfindet, und dann wird auch sie heilig gesprochen, selig gesprochen, erstmal, Entschuldigung. Ein Teil der Botschaft des Geheimnisses von Fatima war, in Portugal wird man stets das Dogma des Glaubens bewahren. Und wie ernst Johannes Paul II. Das nahm, sieht man daran, dass er eine der größten Kirchen der Christenheit nach dem 11. September in Fatima bauen ließ. Diese runde Dreifaltigkeitskirche am anderen Ende der Cova da Iria, des Platzes von Fatima. Wer mitfährt nach Fatima, wird die sehen, wird eines feststellen: diese riesige Kirche ist fast immer leer. Weil die heiligen Messen finden an den 13. und soweit es das Wetter erlaubt in der Pilgersaison, immer vor der Capellinia, vor der Kapelle, die nach den Erscheinungen gebaut wurde, wo es eine große überdachte Fläche gibt, da wird die heilige Messe gefeiert im Freien. Oder bei schlechtem Wetter auch mal in der wunderschönen Rosenkranzbasilika, deren Turm wir hier auf dem Foto sehen. Aber diese runde, drittgrößte katholische Kirche der Welt bleibt immer leer. Warum hat der Papst die bauen lassen? Den Schlüssel dazu finden wir unter dem Hauptaltar. Dort ist ein Stein, der dem Petrusgrab entnommen wurde. Die Inschrift sagt es gibt auch eine Urkunde, die dabei gelegt wurde mit einem Siegel, dass es ein Stein, der vom Grab des heiligen Petrus entnommen wurde, von Johannes Paul gesegnet wurde und im Jahre 2004 nach Fatima geschickt wurde. Worum geht es? Um die Gefahr einer Zerstörung Roms. Ob nun durch islamischen Terror oder durch ein Erdbeben, es kann immer geschehen, dass die Vision einer zerstörten Stadt Rom wahr wird. Schon Pius XII. Hat, als Hitler nach Italien griff und Rom besetzte und der Vatikan an das Deutsche Reich grenzte, 9 Monate lang sein Rücktrittsgesuch in seine Schreibtischschublade gelegt und Kardinälen gesagt: Wenn Hitler mich verhaften lässt, und den Befehl hatte Hitler erteilt, wenn der Papst gegen die Verfolgung der Juden protestiert hätte, wäre verhaftet worden, hätte die SS den Vatikan besetzt, angeblich um ihn vom Freischärlern zu befreien. Das war ein Plan. Man wollte SS-Leute, die als Freischärler verkleidet waren, den Vatikan besetzen lassen, und dann hätte die SS den Vatikan befreit und entweder den Papst zur Sicherheit nach Deutschland gebracht oder erschossen. Pius XII. War darüber informiert, weil er Kontakte zum deutschen Widerstand hatte. Er sagte den Kardinälen: Wenn das geschieht, geht nach Portugal und wählt meinen Nachfolger. Fatima wird immer verschont. Die Muslime werden nie Fatima angreifen, weil sie glauben, das wäre ein Heiligtum ihrer Fatima, wenn es einen Krieg mit dem Islam gibt. Wie auch immer, was auch immer geschehen wird, hier hat Johannes Paul II. Einen Ersatz-Vatikan geschaffen, ein Ersatz-Petersdom, eine Kirche über dem Petrusgrab, damit der neue Papst dort intronisiert werden kann. Über dem Petrusgrab. Darum diese riesige Kirche für den Fall, wenn, was auch immer geschieht, ein dritter Weltkrieg, ein Krieg mit dem Islam oder eine Naturkatastrophe. Aber was auch immer von den dreien der aktuelle Schrecken ist, der gerade der Welt droht, wir können ihn abwenden durch unser Gebet. Kommen wir zum Abschluss. Was, meine Damen und Herren, ist die Botschaft von Fatima?
Die Botschaft von Fatima widerlegt die größte Lüge unserer Zeit, die Einbildung, es gäbe keinen Gott. Oder Gott wäre schon lange im Ruhestand und würde nicht eingreifen in die Geschichte. Diese Lüge verleiht uns dazu, seine Gesetze zu ignorieren und zu leben, als ob es weder gut noch böse, weder richtig noch falsch gäbe. In Deutschland, der synodale Weg will ja sogar die Gebote Gottes umschreiben. Da steht im Buche Levitikus, Homosexualität ist dem Herrn ein Greuel. Und der synodale Weg in Deutschland sagt, nein, nein, die Humanwissenschaften sagen, ja, das ist in Ordnung. Segnen wir doch die Homopaare. Wir wollen doch niemanden diskriminieren. Der Mensch will die Gebote Gottes umschreiben. Und er glaubt nicht daran, dass Gott darauf reagieren wird. In der Tat aber griff Gott in die Geschichte ein, ausgerechnet im Jahre 1917, in dem Schlüsseljahr des vergangenen Jahrhunderts, um den Irrweg, den wir eingeschlagen haben, liebevoll zu korrigieren, ohne unseren freien Willen in Frage zu stellen. Fatima ist ein Eingreifen Gottes in unsere Geschichte, aber auch ein Angebot der Barmherzigkeit Gottes an uns. Wenn ihr so weitermacht, droht euer Untergang. Kehrt um und bekehrt euch, dann werdet ihr bewahrt und gerettet. Und so sagte Kardinal Bertone, der im Auftrag von Johannes Paul II. Mehrfach die Schwester Lucia traf und darüber ein Buch, ein Interviewbuch über die Botschaft von Fatima herausgegeben hat. Die Madonna, die in Fatima erschienen ist, ruft uns diese vergessenen Werte in Erinnerung. Das Wirken Gottes, des Herrn der Geschichte und die Mitverantwortung des Menschen in seiner dramatischen und fruchtbaren Freiheit sind die beiden Stützen, auf denen die Geschichte der Menschheit gebaut ist. Papst Benedikt sagte, im Kern werden wir alle durch Fatima aufgerufen, dass wir ständig daran denken, wie wichtig Umkehr, Buße, Gebet und die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe ist. Umkehr, Gebet, Buße. Damit kann die Welt gerettet werden. Dass ausgerechnet jene Generation, die Zeugen eines der größten Wunders der Geschichte, der Bekehrung Russlands wurde, die das Geschenk ignorierte, kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Nun wird dieses Russland zur Nemesis, das uns alle wachrütteln soll durch den Krieg, durch den Einmarsch in die Ukraine und die Gefahr, dass daraus doch noch ein globaler Krieg entsteht. Aber lassen wir uns wachrütteln, denn wir erwarten das Geschenk des Friedens, ohne dem Schenkenden zu danken, hier ihn in unserer Mitte haben zu wollen. Wir leben trotz dieses gigantischen Geschenkes Gottes und wir haben gelebt, als ob es Gott nicht gäbe. Die Gottesmutter von Fatima hat ihre Botschaft in wenigen klaren Worten uns allen verkündet. Ich bin gekommen, damit sich die Menschen bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Man soll Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon sehr beleidigt worden ist. Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden in der Welt zu erlangen. Nochmal, die Kernbotschaft ist die Botschaft des Rosenkranzes. Willst du trinken gleich, Malinka? Der Rosenkranz, der wurde von Pater Pio die stärkste Waffe unserer Zeit genannt. Mehr als den Rosenkranz brauchen wir nicht, um den Frieden zu erlangen und die Feinde des Glaubens, den Drachen der Apokalypse, mit Maria gemeinsam zu besiegen. Gleich ob er in Gestalt der Freimaurerei, des Bolschewismus, des Islamismus, des Dritten Weltkrieges, wie auch immer, gegen die Kirche Christi kämpft. Das historische Beispiel der Schlacht von Lepanto, danke Schwester. Im Jahre 1571, als die ganze Christenheit von Pius V. dazu aufgefordert, den Rosenkranz betete,
kann uns heute noch inspirieren. Damals besiegte eine unterlegene christliche Flotte die Übermacht der Osmanen, weil wir durch ein Wunder im entscheidenden Augenblick der Wind drehte. Mit einem Rosenkranz-Sühnekreuzzug wurden 1955 die kommunistischen Russen aus Österreich herausgebetet. Und auch das gemeinsame Rosenkranzgebet am 7. September 2013, als der Syrienkrieg, der syrische Bürgerkrieg, zu eskalieren drohte, weil der türkische Geheimdienst, wie wir heute wissen, einen Giftgasanschlag auf einen Vorort von Damaskus verübt hat und Obama mit dem Finger auf Präsident Assad zeigte und sagte, hier hat Assad eine rote Linie überschritten, wir müssen eingreifen, Amerika muss eingreifen. Und Assad war mit Russland verbündet. Damals drohte schon der Dritte Weltkrieg. Und Obama den Krieg wollte. Obama, der die ganze arabische Welt in den arabischen Frühling in das Chaos gestürzt hat und in der so viele Länder in Chaos gestürzt hat, wie Libyen, wie das wohlhabende Libyen, wie Syrien, wie den Irak, auch die Ukraine damals durch den Maidan-Putsch. Und dann beteten wir alle mit Papst Franziskus am 7. September 2013, vor 10 Jahren. Und am Tag danach verkündigte Lavrov, Assad ist bereit, alle Chemiewaffen unter Kontrolle der UNO vernichten zu lassen. Und am Montag verweigerte der amerikanische Kongress Obama die Gefolgschaft und der Krieg wurde nochmal verhindert. Die Eskalation des Krieges, weil wir mit dem Heiligen Vater den Rosenkranz gebetet haben. Der Rosenkranz wird uns von allen Päpsten ans Herz gelegt. Wenn Sie irgendwann eine prima fila Audienz haben in der ersten Reihe, was schenkt Ihnen der Heilige Vater? Einen Rosenkranz. Alle Päpste, Johannes Paul, Benedikt, Franziskus, wen auch immer Sie nehmen, wer auch immer Ihnen am nächsten ist, wen auch immer Sie am meisten lieben von den dreien, jeder sagt, betet den Rosenkranz. Egal, ob Sie Fatima oder Lourdes oder Sivanich oder irgendein Medjugorje, als die Marienbotschaft ihres Herzens sehen, die Madonna sagte überall das Gleiche, betet den Rosenkranz. Fangen wir doch heute direkt damit an, heute Abend, wenn wir nach Hause kommen. Wir können so viel damit ändern. Wir können unsere Familien heilen. In Amerika sagt man, eine Familie, die gemeinsam betet, die bleibt auch zusammen. A family which prays together stays together. Eine Familie, die den Rosenkranz gemeinsam betet, kann Überraschungen erleben. Ich kenne eine ganz einfache Familie. Der Vater war ein Polizeibeamter auf dem Lande, die Mutter eine Köchin. Die haben jeden Abend und jeden Mittag auf dem Küchenboden kniend den Rosenkranz gebetet. Und von den 3 Kindern dieser Familie wurden 2 Genies. Der eine ein Musikgenie, ein großer Komponist, Chorleiter von Weltruhm und der andere der größte Theologe und Kirchenlehrer unserer Zeit, Papst Benedikt. Ich rede von der Familie Ratzinger. Eine einfache Familie wurde so durch das Gebet in die höchsten Höhen getragen, gerettet durch das Chaos des Dritten Reiches. Beide Söhne haben den Krieg gut überstanden. Inspiriert durch den katholischen Glauben sind sie aufgestiegen wirklich in den höchsten Himmel der Musik und der Theologie. Und jeden Tag hat Papst Benedikt bis zum Sterbebett den Rosenkranz gebetet. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Heiligen,
an den Päpsten und hören wir auf den Aufruf, an die Einladung der Gottesmutter, unser Leben auf einen besseren Kurs zu bringen, auf einen Kurs direkt in den Himmel. The highway to heaven is the rosary. Die Autobahn direkt in den Himmel. Sie können nicht verloren gehen, wenn Sie ihn jeden Tag beten. Ich kann Sie nicht vom Fegefeuer befreien, das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich kann Ihnen versprechen, Sie kommen nicht in die Hölle, wenn Sie jeden Tag den Rosenkranz beten. Das hat die Gottesmutter oft genug versprochen. Meine Damen und Herren, der Aufruf von Fatima, gerade in unserer Zeit der Unsicherheit, der Pandemien, der Teuerungen, der Kriege, der Kriegsgerüchte, der Kriegsgefahr, des drohenden Sozialismus, der drohenden Enteignung. Gerade in einer Zeit der Krisen und Wirrungen und Irrungen ist den Halt, den wir brauchen und suchen. Die Botschaft von Fatima gibt uns die Antwort auf alle Krisen und Probleme der Gegenwart und der Zukunft und das Mittel, um uns zu retten, den Rosenkranz. Und darum ist der Aufruf von Fatima zu Umkehr, Buße und Gebet heute aktueller denn je. Nehmen wir diesen Aufruf an und nehmen wir ihn auf in unser Herz. Und es ist wunderbar, wenn Sie nun im kommenden Monat nach Fatima pilgern. Aber noch wunderbarer ist, wenn Sie Fatima in Ihr Herz und in Ihr Heim bringen. Beten wir gemeinsam. Und ich bitte unseren wunderbaren Pfarrer Köpikus, dass er uns nun, nachdem wir gemeinsam zumindest an Ave Maria beten, auch den Segen erteilt, bevor Sie mir dann Fragen stellen können und ich gerne Bücher signiere. Aber rufen wir die Gottesmutter doch hier auf der Stelle an und beten wir ein Ave Maria und empfangen wir den Segen. Und dann wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Kommen Sie gut heim. Nehmen Sie etwas mit von heute. Denken Sie immer an die Botschaft von Fatima. Und eine gesegnete Pilgerreise nach Fatima. Gottes reichen Segen Ihnen allen. Erheben wir uns zum Gebet. Hier steht die Fatima Madonna im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und es gibt ein Gebet, was die Gottesmutter in Fatima den Kindern lehrte, was sie immer nach einem Gesetz des Rosenkranzes einschließen sollen und wo der Herr selber bei den Erscheinungen in Sivernich immer wieder dieses kleine Gebet wünscht, was sie ganz tief in ihr Herz aufnehmen können und auch mal alleine in jedem wichtigen Augenblick ihres Lebens beten können. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuern der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria mit dem Kinde lieb, bitte für uns, heilige Gottesmutter. Und nun bitte ich um deinen Segen.
danke dir, dass du durch die Geschichte unserer Zeit hindurch immer wieder sprichst, durch Propheten, durch Zeugen und durch Erscheinungen. Und wir bitten dich, dass du uns das Ohr dafür öffnest, dass du uns hilfst zu verstehen, dass wir dein Wort verstehen, das über allem steht und das bestätigt wird durch diese Phänomene. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest, dass du uns beschützt und dass wir wissen, wenn wir mit dir gehen, müssen wir niemals Angst haben. Und in diesem Sinne segne euch der allmächtige Gott. Auf die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria, er nehme alle Bedrängnis, alle Traurigkeit, alle Angst von euch und errichte euer Herz hin auf den Weg, den er führen will und den er uns zeigt. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.